Ja, liebe Konstanze, wir haben am 9. Februar ja unseren Workshop Turn on your inner light. Warum sollte man da hingehen? Ja, hallo erstmal, ich bin Konstanze. Schön, dass ich heute hier sein darf bei dir in der Praxis. Und, ich bin Tim. Ja, warum sollte man da hingehen? Ich glaube, es sind spannende Zeiten angebrochen und der Ruf wird immer lauter nach der inneren Stimme. Mhm. Und das Wort Intuition wird auch immer bekannter. Ich habe das Gefühl, immer mehr Menschen sehnen sich nach dem Zugang zu ihrer Intuition, wissen aber nicht so genau wie und versuchen das Ganze durchs Denken zu lösen. Aber da wissen wir, wie du so schön geschrieben hast, Mr. Spock durchdenkt alles und versucht alles mit dem rationalen Geist zu erfahren, zu erforschen. Doch da sind wir leider nicht auf dem richtigen Weg, sondern wir müssen dafür oder wir dürfen dafür erst einmal einen inneren Raum finden, einen Raum der Stille, der Entspannung, sich lösen von dem haben wollen. Denn es ist nichts, was du erzeugen kannst, sondern es ist eher etwas, was du empfängst. Ja, und ich finde, es ist ja auch einfach so toll, dass es diese innere Stimme gibt, weil es gibt einfach viele Situationen im Leben, wo man sie braucht, ne, wenn man nicht weiter weiß, wenn man vielleicht den richtigen Einfall braucht. Ne, und ja, oder auch, hey, Partnerschaft ist für viele Menschen da draußen ein Thema. Und ich glaube, wenn wir alle da mal mehr auf die innere Stimme gehört hätten zu früheren Zeiten oder auch vielleicht heutzutage, die sagt uns schon ganz genau, ob das richtig ist oder nicht. Ja, nur ist es eben so, häufig ist es schwer, wirklich darauf zu hören, weil alle anderen Sachen so laut sind, die innere Stimme so leise ist und es eben auch was ist, was man nicht erzwingen kann. So, ich brauche jetzt einen Einfall, so bitte komm, sondern es ist was, wo man eher die Bedingungen für schaffen kann, indem man sich entspannt, indem man sich leer macht. Und dann, deshalb heißt es auch Einfall, dann kommt es einfach. Ja. Und dann kommt die Intuition, dann hört man diese Stimme. Und deshalb ist eben Yoga auch eine ganz tolle Möglichkeit, um Kontakt zu der eigenen Intuition zu bekommen. Genau, und aus diesem Grund haben Tim und ich uns überlegt, wir bringen unsere Fähigkeiten, unsere Expertise aus unseren Bereichen zusammen und kreieren diesen Workshop-Tag für euch in Hamburg, Winterhude. Also wenn du sagst, hey, Intuition finde ich mega spannend, ich merke auch, die Seele klopft immer lauter an, vielleicht auch durch Umstände im Außen, denn unser Außen spiegelt ja auch unser Inneres wieder und du merkst irgendwie, du möchtest was verändern, du bist irgendwie unzufrieden in Bereichen deines Lebens, dann bist du bei uns am 9.2., denke ich, auf jeden Fall richtig, oder? Auf jeden Fall. 9. Februar, wir freuen uns, wenn du dabei bist. Genau. Und mir ist noch ganz wichtig zu sagen, alle Yogis sind herzlich willkommen, auch wenn du vielleicht bisher noch kein Yoga praktiziert hast. Sei dir sicher, es wird eine schön geführte Praxis, die alle integriert und die den Raum in euch erschafft, um die Stimme zu empfangen. Ja, dann vielleicht bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.